Ja, liebe Pforzheimerinnen und Pforzheimer, liebe Freunde dieses Videoblogs, heute sind wir am Parkplatz hinter dem Technischen Rathaus, dem alten Schulplatz, dem früher sogar ein Dominikanerkloster stand, die erste Lateinschule ganz ursprünglich im Mittelalter war, also der Anfänge des Reuchlin-Gymnasiums. Und hier das alte Rathaus, ein Erweiterungsbau aus dem Jahr 1910, 11 etwa. Und ja, und jetzt fällt es mir ziemlich schwer. Das Technische Rathaus aus den 50er Jahren mit seinem Flugdach oben und dieser Rastergestaltung. Und warum und warum und warum kann man daraus nicht einfach Lofts machen? Aber die Pforzheimer reißen halt gerne ab. Entschuldigung, ich sage es jetzt so deutlich. Sie erkennen nicht, welche Qualitäten auch andere Zeiten gemacht hat. Und auch das Industriehaus wollte man ja abreißen, hat es dann wenigstens fassadentechnisch wieder aufgebaut. Man hat die Badische Bank abgerissen, die ehemalige am Leopoldplatz. Und warum? Man hätte es auch umbauen können. Also, es gibt viele Gründe. Und noch mal so eine Abrissgeschichte ist die hier vorne. Und das hat jetzt gar nichts mit den Pflasterungsarbeiten zu tun. Man hat jetzt vor einigen Jahren hier diese Mauern aufgesetzt und die Grundmauern freigelegt gehabt. Als man nach dem Zweiten Weltkrieg hier die Trümmerräume machte, entdeckte man einen mittelalterlichen Wohnturm mit einem gotischen Fenster. Und der Wohnturm, der also im Kern eines später immer weiter ausgebauten Hauses lag, der war noch ja, 4, 5 Meter hoch. Also 2 Etagen und noch original. Und Sie sehen, dass bis heute hier kein Haus steht, kein Gebäude, kein Anbau eines Rathauses. Und dann hat man diesen Turm in den 50er Jahren sogar provisorisch oben geschlossen. Man wollte ihn eigentlich erhalten und man hat die Schulklassen hergeführt und gesagt, das hier ist das Wohnhaus von Georg Reuchlin, dem Vater von Johannes Reuchlin. Das hier ist er aufgewachsen. Selbst wenn das nicht stimmt quellenmäßig, aber es ist immerhin nah am Dominikanerkloster, so hätte es doch gewesen sein können. Und dann in den 60er Jahren, da beginnt man einfach, dieses Gebäude abzureißen. Oder Anfang der 70er war es erst, als das neue Rathaus fertig wurde. Wie doof, Entschuldigung, war denn das? Und jetzt hätte man hier also ein 2-stöckiges Gebäude und selbst wenn man nur die Ruine mit dem gotischen Fenster, wie schön. Aber das ist so dieses Typische. Die Pforzheimer haben irgendwie, ich muss es selber sagen, ich bin ja auch einer. Und alle, die es nicht glauben, ich bin auch hier gezeugt und nicht nur geboren 1965, sondern auch 64 hier gezeugt. Ja, da steht's. Abbruch 1974. Fundamente eines romanischen Wohnturms aus dem 12. Jahrhundert, also aus den Anfängen hier dieser mittelalterlichen Stadt, die da planmäßig angelegt wurde neben der alten Stadt. Und dann bricht man es ab. Und dann macht man immerhin, das war Christoph Timm, dann hier wieder eine Erinnerung daran. Ja, man hätte auch, aber da macht dann ein Denkmalpfleger nicht mit, eine Rekonstruktion machen können, weil ja Fotos vorhanden waren und auch Planaufnahmen, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und Sie können verstehen, dass man manchmal einfach sich an den Kopf langt, wo dann das vermeintliche Geschichtsbewusstsein der Stadträte und Stadträtin in dieser Zeit war. Bin nur froh, dass meine Mutter erst später Stadträtin war und da nicht mitgetragen hat. Ja. Ich habe schon gesagt, dass ich das Rathaus gut finde in seiner Architektur und dass man es nicht verdammen soll und verteufeln. Aber was man jetzt auch, das ist meine persönliche Meinung, mit dem Technischen Rathaus macht, ist einfach nur eine Wiederholung von alten Fehlern und Mustern. Ja, man lernt manchmal aus der Geschichte. Dass es auch anders geht, das sieht man hier links am alten Rathaus. Dass man einfach modern umgebaut hat und doch das Alte erhalten, diese Fassade aus der Zeit um 1911, 12, die ich Ihnen in einem anderen Film mal genauer vorstellen will. Es geht also. Ja, warum bitteschön macht man es dann nicht? Kurzsichtig. Tja, jetzt höre ich auf, sonst. Und wir hören lieber den Vögeln zu, die hier zwitschern sonntags morgens. Alles Gute für Sie, bis zum nächsten Mal, Ihr Olaf Schulz.